Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über den Jäger und wie ich im PvP damit spiele. Ich zeige mal zu Beginn den Klingentänzer, nachher den Revolverhelden. Ich spiele beim Klingentänzer ausschließlich auf Unsichtbarkeit. Das heißt, ich probiere möglichst mit allem auf Unsichtbarkeit zu gehen. Das wäre sowohl beim Klingentänzer selber mit Verschwinden, also auch beim Momentschlag, wenn ich einen töte damit, dass ich dann unsichtbar werde. Also wenn ich Schaden mache, dass ich dann unsichtbar werde. Sudden Joker, dass die unsichtbar länger dauert. Und Pirscher. Ich habe noch ein paar Zahlen für euch. Wenn ihr den Pirscher benutzt und die Verlängerung aktiv habt, dann seid ihr 9 Sekunden unsichtbar. Und bis Pirscher sich wieder einsetzen lässt, sind es 6 Sekunden, die es dauert. Beim Verschwinden und beim Messer sind es 12 Sekunden, bei denen ihr unsichtbar seid. Wenn ihr den Schattenjoker drin habt, also die Verlängerung des Unsichtbarseins. Ich habe jetzt ein paar Ausschnitte, wie ich damit spiele. Ich bin, wenn möglich, immer unsichtbar. Das heißt, ducken, nicht bewegen während dem Ducken, also den Joystick nicht bewegen beim Laufen. Ich spiele hier mit der Haftgranate, das seht ihr jetzt dann gleich. Die anderen zwei Granaten sind auch möglich zum Spielen, aber die Haftgranate finde ich am besten. Das seht ihr dann gleich. Wie ihr seht, spiele ich da mit der Pumpgun, weil die Räumlichkeiten ziemlich eng sind und mit einem Snipergewehr auf diesen Räumlichkeiten zu spielen ist doch eher sinnlos. Aus diesem Grund ist mit dem Unsichtbargehen und der Pumpgun funktioniert da super. Bis der Gegner realisiert hat, dass ihr auf dem Weg seid, habt ihr schon ein paar Schritte gemacht und das verbessert eure Chancen enorm. Hier wieder die Unsichtbarkeit. Hat wieder ein paar Sekunden gegeben, bevor er wusste, dass ihr wieder nach vorne gekommen seid. Funktioniert super. Dann wieder Unsichtbarkeit. Er hat mich nicht direkt gesehen, dann eine Stuck-Granate und das war's. Aber ein schöner Lauf. Der Klingentänzer auch unsichtbar. Auch wieder den Vorteil, da habt ihr ein paar Schritte, bis der Gegner überhaupt merkt, dass ihr da um den Ecken kommt. Und ihr könnt fast über die halbe Map laufen. Ganz wichtig, setzt kurz vor dem Ende von Klingentänzer noch einmal seine Fähigkeit ein, dann seid ihr nochmal 12 Sekunden unsichtbar. Hier nochmal das Messer. Nach dem Messer gleich unsichtbar und ein wunderschöner Stack. Zack. Gleich du. Nochmal unsichtbar und wieder drauf. Wie ihr seht, funktioniert das gut. Hier nochmal ein paar Ausschnitte, wenn es mal nicht klappt mit der Handgranate. Unsichtbar. Und rein. Es ist ja leider schon tot, aber da die Akkusklinge so lange dauert, könnt ihr fast über die halbe Map rennen und da noch einen Gegner töten. Und wieder am Ende nochmal unsichtbar gehen. Hier auch wieder, wenn ihr etwas aufnehmt, schwere Munition oder so, könnt ihr einfach unsichtbar sein. Und dann die Gegner überraschen. Oder hier, und da sehen sie euch dann gar nicht. Und zack, weg. Läuft natürlich sehr angenehm. Und dann nochmal die Haftgranate. Aus diesem Grund spiele ich mit der Haftgranate. So, dann kommen wir noch zum Revolverhelden. Beim Revolverhelden spiele ich mit der Lichtsensormine. Ich werde dann zeigen, wie ich die genau benutze. Bei der goldenen Kanone habe ich Verbrennung drin, weil wenn zwei Gegner nahe beieinander stehen und ihr trifft mit der goldenen Kanone den einen, besteht die Chance, dass der andere gleich auch noch stirbt. Für die, das nicht so gerne drin haben, können auch Schütze spielen, gar kein Problem. Das empfinde ich als sehr unnötig, darf das eigentlich. Wurfmesser, naja, ich habe mal Kreis des Lebens reingeworfen. Ist nicht, ich spiele sehr selten mit dem Wurfmesser. Dann hier, das ist interessant, Plünderer, wenn ihr ganz gut mit der Handgranate umgehen könnt, ist das sehr zu empfehlen, wenn ihr da Munitionspäckchen aufnehmt, werden etwa 2/3 von der Handgranate aufgefüllt, auf jeden Fall bei mir. Wenn die Handgranaten nicht so euer Ding sind, dann doch eher Schlüsselloch,
dass die Möglichkeit besteht, wenn noch ein anderer hinter im Ziel steht, dass der auch gleich noch stirbt. Das spiele ich auch nur im PvE, wenn überhaupt. Dann kommen wir noch zu über den Horizont, dass wenn man zum Beispiel auf dem Mond spielt oder dem Mars, dass man auch über eine weite Distanz mit der goldenen Kanone die Gegner töten kann. Dann kommen wir gleich zum Spiel. Spielen, wie ihr seht, diese Granate super platziert an der Tür. Wenn da einer reinläuft, ist er gleich weg. Wir sehen das gleich, dann noch ein Beispiel. Ich werde dann nochmal zurückschauen. Da rennt einer durch, zack, und tot. Diese Granate, die hält 10 Sekunden an der Wand. Nicht sehr lange, aber es kann unter Umständen reichen. Und den habe ich jetzt beim Radar gesehen. Hier nochmal die Lichtsensormine, die kann man auch ganz praktisch von oben nach unten benutzen, wenn man sie an die Decke platziert. Die tötet mit einem Schuss, mit einer Explosion, das ist ziemlich nützlich. Was auch machbar ist, ist, man kann sie einfach als Deckung gebrauchen. Wenn jetzt da einer rausspringt, ist er gleich wieder weg. Oder man braucht sie als aggressive Handgranate und wirft sie direkt zum Gegner. Feind hat Zone B erobert. So, jetzt zeige ich noch den Revolverhelden, was natürlich häufig ist, man zündet es, tötet nur einen Gegner und dann da ist halt kein anderer Spieler mehr da. Dann sieht man noch knapp einen anderen Spieler, man kann aber nicht mehr feuern, wie ein Schlag in die Fresse. Gut, dann wechseln wir noch zu ein paar glücklicheren Momenten. Revolverheld aktiv und feuert, 2 Kills. So stellt man sich das vor. Oder wenn es ganz optimal läuft mit 4 Schuss, 4 Gegner. Nummer 1, Nummer 2, halten wir Nummer 3. Zack, und dann kommt noch der 5. Spieler und dann ist das ganze Team schon fast tot. Nochmal einen schönen, weil es einfach so schön ist. Mit dem Revolverhelden macht das richtig Spaß, wenn man aber gut zielen kann natürlich. 3. Zack. Da noch mit der Handgranate den 5. und die Nummer 6 kriege ich leider nicht mehr. Ein kleiner Tipp, wenn ihr gegen einen Arkan spielt, einen Arkanjäger, ich sehe da jetzt in Zeitlupe, sehe ich noch den Jäger durchhuschen. Da, oh scheiße, Blade aktiv. Dann nimmt die Beine in die Hand und rennt, was das Zeug hält. Einfach weg. Und deine Fähigkeit geht irgendwann weg. Und dann heißt es Heimspiel. Und zwar genau jetzt. Gut, jetzt zeige ich euch noch ein paar Tricks für den Jäger. Wenn ihr gewisse Gegenstände habt, zum Beispiel den Helm, den ich jetzt anhabe, bei dem kriege ich noch einen zusätzlichen goldenen Schuss. Aus diesem Grund hatte ich 4. Anstelle von nur 3 goldenen Schüsse. Das ist natürlich extrem gut. Auch im PvE könnt ihr das super gebrauchen. Oder wenn ihr mit Arkan spielt, Maske des dritten Mannes. Weil ihr da jedes Mal, wenn ihr einen Schlag macht, weniger Superenergie verbraucht. Was auch extrem von Vorteil ist. Wenn ihr diese 2 Helme habt, könnt ihr einfach wechseln. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war hilfreich.